Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Everything About Winners. Heute gibt es ein kurzes Tipp-Video oder einen Tipp für euch. Und zwar hat Microsoft ja mit dem Fall Creators Update eine neue Designsprache, eine neue Ära der Designsprache, sagen wir mal, eingeführt. Und zwar das Fluid Design System. Und zwar ist euch vielleicht aufgefallen, dass im Startmenü sowohl als auch im Infocenter eine gewisse Transparenz vorhanden ist, die ähnlich einer Milchglasscheibe ähnelt. Beziehungsweise findet ihr auch in Apps, wie zum Beispiel dem Rechner oder andere Microsoft-Apps, wie Groove Music und Kontakte, eine gewisse Animation, so wenn ihr halt nah an Schaltflächen kommt, dass diese aufleuchten und wenn ihr auf diese klickt, dass, sagen wir mal, es eine Animation gibt. Und womöglich mag der eine oder andere von euch diese Animation nicht wirklich und will halt nur, sagen wir mal, etwas nicht so Auffälliges haben, sondern einfach nur Standard. Und das kann man halt einfach ändern, ohne Download, ohne Registry-Änderung. Einfach in den Einstellungen gehen, unter Personalisierung schauen. Und dann geht ihr unter Farben und scrollt runter, bis ihr zu den weiteren Optionen und dann Transparenzeffekte kommt. Dann schaltet ihr einfach diese aus. Und ihr seht schon, die Taskleiste ist nicht mehr durchsichtig. Sowohl als auch das Infocenter, das Startmenü. Und ihr findet halt in den ganzen Apps von Microsoft, wo das Fluid Design eigentlich drin war, keine Animationen mehr. Alles halt Standard. Und das soll es auch schon gewesen sein. So deaktiviert man das durch Anschalten. Natürlich deaktiviert man wieder das Fluid Design. Und wenn ihr einen Laptop habt und den in den Energiesparmodus versetzt, dann bleibt die Taskleiste zwar transparent, genauso das gleiche gilt halt auch für Startmenü und Infocenter, die bleiben halt auch transparent, nur diese Effekte verschwinden dann. Und das soll es auch schon gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte manchen von euch helfen, die genau danach gesucht haben. Und ich sag mal, bis zum nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, denn hier ist alles nur über Windows. Auf Wiedersehen und bis bald.